Darum ist Deutschland das kurdischste Land Europas. In Deutschland leben zwischen 1 und 1,5 Millionen Kurdinnen und Kurden, mehr als in jedem anderen Staat außerhalb des Nahen Ostens. Das kommt zum einen, weil in den 1960ern viele kurdische Arbeiter aus der Türkei nach Westdeutschland kamen, die sogenannten Gastarbeiter. Später flohen hunderttausende Menschen aus den kurdischen Gebieten vor Krieg und Verfolgung, etwa durch den irakischen Diktator Saddam Hussein oder die Terrorgruppe IS. Viele von ihnen kamen nach Deutschland und